Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Ich bin der Len16, auch bekannt unter Leo. Neben mir ist der Green Panda, auch bekannt unter Lukas. Ja, also bisher eher noch Lukas und später vielleicht irgendwann mal bekannt als Green Panda. Ja, schauen wir mal. Es ist nur noch ein Monat bis zum. Eineinhalb. Ein Monat und eine Woche bis zum. Ich muss gleich niesen. Hachi. Gesundheit. Ich muss immer noch niesen. Gesundheit. Gesundheit. Funktioniert noch? Naja, gut. Halb. Jetzt ist weg. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Okilli dokilli. In der Madrasa von Dasa. Hatsasasa. Salsa con. Con Nachos. Con Nachos, Al-Khalasa. Also, wir essen keine Nachos mit Salsa-Soße, wir essen Salsa-Soße. Jubair ihr bereitet sich auf ein Treffen in der Madrasa Al-Khalasa vor. Madrasa Al-Khalasa, Salam alaikum. Yes. Die Sonne mag mich sehr. Salam alaikum. Nein. Ach so, Salam. Salam alaikum. Ja, genau. Schon gecheckt. Im Nachhinein zwar erst, aber. Weil Englisch ist ja überall die Weltsprache. Und so. Überall. Und ist ja die Grundsprache für alle Sprachen gewesen, wie Latein und ja, Arabisch. Total. Muss nach oben klettern, kann das sein? Ich glaube, ich muss gen Himmel steigen. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Du brauchst nur eine Wache anzurempeln, wie du es so schön im letzten Paar demonstriert hast. Ja, dann bin ich auf die Himmelfahrt. Bin ich in der Himmelfahrt. Aufnahme gestartet. Oh, hast du die Aufnahme erst mal gerade gestartet? Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Leo, hast du je Fahrenheit gelesen? Fahrenheit 451? Nee, bloß eine Buchrezension von einem Mitschüler gehört.
Oh. Was ist das zufälligerweise? Du? Vielleicht. Keine Ahnung, ja, ich bin damals eingeschlafen, ich weiß es nicht mehr. Was? Schäm dich mal was. Darauf habe ich eine 2 bekommen. Wo ist es? Ja, Fahne sollte man mitnehmen, ne? Es gibt so Sachen, die sollte man immer mitnehmen, wenn man irgendwo... Okay. Oh, jetzt bin ich deine... Jetzt bin ich der Pingpongball von denen. Schubskreis. So. Ich hänge aber nicht an meinem Legen. Muss ich die jetzt töten? Kein Plan. Machen wir es mal, oder? Okay, der war es nicht. Überhaupt nicht auffällig oder so. Der macht echt fies, die schauen alle gleich aus. Hast du den Bogenschützen vorher nicht gesehen? Nein, sonst hätte ich ja nicht Oh gesagt. Okay. Da scheint das nächste Feuer zu sein. Lasst mich durch, ich mache jetzt auf brutal. Das scheint da zu sein. Shit. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn das wäre, hätte er schon eine Stelle gebraucht. Nein, du greifst mich nicht. Deshalb gibt es kein Zeitlimit. Das wäre nervig, ja. Okay, er ist nicht. Ich hab's dir gesagt, das wird der letzte sein. Allerletzte. Und tschüss. Very good, ja. So. Vielleicht sollte ich einmal zwischendrin noch anonym werden. Anonym. Ja. Ach ne, ist aber nicht. Ne. Anonym. 45.310. Ich mache erstmal den da hinten. Da war ich jetzt schon auf dem Weg dahin und ich entscheide mich sehr ungern immer um. Fast hin. Yeah! Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Das ging heute schnell. No, gell? In 8 Minuten. 9. Und auf Wiedersehen. Oder am besten nicht wiedersehen. Schön war's bei euch. Ich werde euch empfehlen bei meinem Reisebüro. Und man sieht sich demnächst wieder. Also das war jetzt an die Wache gerichtet, nicht an euch, liebe Zuschauer. Das war an die Stadt Damaskus überhaupt gerichtet. Das war das letzte Attentat in Damaskus. Also ist es mir ziemlich egal, was mit dieser Stadt passiert nach mir. Die Sintflut! Doch, kann ich. Guck mal. Wollt ihr den Beweis sehen? Entschuldigung. Ich hab sowas zum drauf landen. War nicht meine Absicht. Ungläubiger. Lauter Ungläubige hier in dieser Stadt. Tja. So ist das. Da ist das erste. Kommt da einfach aus der Ecke rausgerannt, ey. So ein Rüpel. Na, wo ist ein blauer Punkt? Blauer Punkt. Da könnte man eigentlich echt einfach liegen bleiben drin, oder? Was einfach bestimmt so gemütlich ist. Voll. Stroh.
Hast du schon mal in Stroh gelegen? Ja. Das ist nicht angenehm. Das piekst. Oh, das piekst wie Sau. Die Prinzessin auf der Erste. Ah, wir können nur auf Samtbetten schlafen. Kommt drauf an, wie das Stroh ist, aber so unordentlich, wie es so gerade ist, ne. Für gewöhnlich, ne? Ne, doch, da schlafe ich lieber auf Erbsen. Keine Ahnung. Was? Ja, aber auf weichen Erbsen. Ja, genau. Auf matschigen. Ja, die stechen ja so wenigstens nicht. So, Büro des Verbindungsmanns. Abrollen. Fertig. Nicht vergessen. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Der Typ spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, ab nach Al... Jazeera. Masyaf. Nein, nach Masyaf. Zu Al-Mualem. Ja, weil ich Al-Jazeera mit Al angefangen habe. Al-Jazeera. Al-Jazeera. Woran erinnert mich das? Das ist ein Fernsehsender. Call of Duty 4. Daran erinnert mich echt? Das. Ja. Okay. Mich nicht. Ja, ich hab's erst von der Woche, war von ein paar Greifen Tagen. Greifen Sie nach einem Vorsprung, Spiel. Wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ist ja heute mein erster Tag seit einer Woche wieder in Deutschland. Wow. Ich war so lange weg. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen, heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und... dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, Altair. Peace out. Ich dachte mir so, Friede sei mit dir, alte ihr. Yo. Wieso hat er jetzt ein Messer?
Jetzt ein neues. Neue Fähigkeit, Kurzschwertmeister, Schaden. Hm. Sie können im Hof trainieren. Nein, danke, das? Oder? So. Bam. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Selbst meine eigenen Leute denken, dass ich verrückt bin. So, das hat alles seine Beine Gründe. Rein. So, auf geht's zum letzten Antat. Ah, Gott sei Dank. Juhu! Akkon! Ja, ab nach Akkon. Büro. Ja, doch, oder? Direkt rein ins Zentrum, mitten rein, ohne Umwege. Wenn Sie entdeckt wurden, schlagen Sie Haken oder klettern Sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Was lachst du? Noch nix. Ich verstehe nicht, was warum du lachst. Warum lachst du? Na, das ist alles in Ordnung. Ich will es aber wissen. Willst du nicht? Okay, dann nicht. Das sind nicht die Gedanken, die du suchst. So, wir suchen aber diesen Aussichtspunkt. Oh ja. Hoho, ja. Wir suchen dann neue Aussichtspunkte und. Akkon ist meine Lieblingsstadt, stelle ich gerade fest. Akkon ist die Seestadt. Die Seestadt oder die Seestadt? Die Seestadt. Ah, okay. Siehst du, da ist der Hafen. Hm, da ist ein riesiger. Da ist ein großer Stein in einem großen, flachen Blau. Hä? Da war ein großer Stein in einem großen, flachen Blau. Soll das witzig sein? Das war eine Anspielung darauf, dass das Meer einfach nicht so geil ausschaut. Aha! Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Alright. Okay. Okay. Alright. Was? Okay, ich haue die ganze Zeit drauf. Aber naja. Hallo Adler, ich vereine mich jetzt mit dir. Nein, doch nicht. Leo. Was? Die Polygone bleiben diese. Du kannst. Es gibt keine Kollision mit dem Adler. Der Adler hat keinen Collision. Wo weißt du das? Schon ausprobiert? Ja, man kann jetzt warten, bis er sich hier wieder reinhockt. Du wirst es gleich sehen. Na? Glaube ich nicht. Na? Ich glaube, solange du da bleibst, wird er sich nicht hinsetzen. Wetten? Wetten wir? Ja, lieber nicht. Aha. Jetzt synchronisier endlich. Nein. Okay. Auf zur Musik. Wollte aber einen schönen Adler im Bild haben. Zwar sollte man den Adler jetzt sehen. Nein? Okay. Der wird rausgeschnitten bei einem Ausbau raus. Wo ist der Adler? Wo ist der Adler? Der ist immer genau hinter dir. Hä? Jetzt ist er weg. Jetzt hast du schon rausisiert. Wir machen weiter mit der Aussichtspunktsuche. Das ist auch das Allercoolste. Ja, total. Und es macht so ich viel Ich hasse es, Spaß. Wie sie mich halt alle schon wieder finden können direkt. Das regt mich so auf. In welchem Teil gab es den Bekanntheitsgrad? Im Appenzweier. Appenzweier kannst du Plakate abreißen. Das ist einfach so, yay. Ist das ein Templer? Nee, ist einfach nur ein Bogesütze. Die ist einfach nur dein Bogesütze. Ach, da ist es ja schon. Ach, da ist es. Wow, ist das hoch oben. Wow, so nein. Oben. Tja, aber sag mir jemandem, er soll da hochklettern ohne Sicherung. Oh mein Gott, ist das hoch. Du kletterst du erstmal auf sowas rauf ohne Sicherung. Schau mal, wie klein die da unten alle sind. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Wesel. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Da kann man weit springen. Habe ich das schon mal gezeigt, dass man das machen kann? Ich glaube schon. Das war teuer, wisst ihr? Das ist mir so egal. Das klingt jetzt böse, ist es aber nicht. Das klingt jetzt klingt komisch, ist aber so. Nee, das geht nicht. Das heißt, ich muss. Na, komm. So. Wie? Was? Nein. Als wie? Es gibt keinen besseren Händler. Ah, jetzt am Hafen. Ach, der Turm, der Leuchtturm. Der,
Klingt es gerade wie ein Lied. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Ja, es gibt einen Song, wo es die ganze Zeit. Dieses Arschloch. Der Meisterassassin ist gerade ertrunken. Im Kniehuhn Wasser ertrunken. Dieses Arschloch. Ich will es. Ich will es seines virtuellen Lebens berauben. Da. Ja. Mach ich doch. Guck mal, ich beweg mich. Es wäre geil, wenn er anfängt, wie Michael Jackson zu tanzen. Ich wollte jetzt eine zweite Stimme dazu machen, du hast einfach aus dem Singen angefangen. You've been hit by, you've been rocked by a smooth criminal. Nicht schon wieder. Nein! Oh mein Gott! Dieser Spaß, dieser betrunkene Idiot, ey. Die Stellen habe ich gehasst. Da bin, ach, ich spätestens, bin ich spätestens beim vierten daneben gesprungen. Ich verstehe nicht, warum. Selbst Problem? Warum. Du gehst mir aus dem Weg. Oh, geh weg. Tut mir sehr leid, aber es war die einzige Lösung. Also fast. Hä? Ich will erstmal da hoch. Das ist der letzte Punkt, den ich synchronisieren will. Der letzte Punkt in diesem Part. Ich will hier hoch, will hier synchronisieren. Nein, du hast mich gesehen, schade. Hast du, hat er den Typ? Ja! Hat er. Oh. Er hat ihn erschossen. Sehr geil. Er hat ihn erschossen. Mit seinem eigenen Pfeil. Er mit den Augen geschlossen. Und gar nicht daneben so weit. Nee, hing ja an einem imaginären Seil. Keine Ahnung. Seil. Mit geschlossenen Augen fasst er sich an sein. Nein. An sein Seil? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Okay. Wir klettern jetzt erst. Oh, das hat geknackst. Ja, das war mein Kiefer. Das klingt gesund. Mein Kraniomandibulargelenk. Ich hasse dich, Alter, ihr. Ich hasse dich so sehr. Dass du diese. Ezio ist viel cooler als du. Ja, viel cooler. Dabei kletterst du gerade einmal drumherum? Ja, weil der den einen Stein nicht hochgehen konnte. Wie du vielleicht gesehen hast. Yep. Ich glaube, es ist auf dieser, oder? Seite. Es muss anders sein, weil ich nach oben muss. Schau, siehst du? Da greift er auf einmal komplett nach oben. Und bei den großen Fenstern sind die Eisenstangen auch überhaupt nicht heiß oder so. Ach, Schmarrn. Der hat Handschuhe an. Aus Leder. Die nur bis zum. Aus Eigenleder. Schöner Hafen, ne? Ist ja so witzig, wenn du jetzt ins Wasser springen würdest. So. Ja, so total witzig. Ja, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Na gut. Aber bevor wir uns dieses witzige Ding anschauen. Ich werde schon noch springen, bevor die Folge hier vorbei ist. Ja, gut. Bevor. Ja. Audioplätze fertig los. 3, 2, 1. Danke fürs Zuschauen. Ciao.